Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und ich bin hier gerade am Flughafen im Starbucks und es gibt hier einen kleinen Cold Brew. Und ich beantworte hier gerade, beziehungsweise ich lese hier gerade eure Fragen unter den letzten Videos. Ich habe ja vor ein paar Tagen das Posing-Video hochgeladen und da gab es des Öfteren denselben Kommentar auch bei den Instagram-Fotos, nämlich: Mischa, du schreibst 18 Weeks out, siehst aber schon aus, als wärst du praktisch bühnenreif. Hast du nicht Angst, zu früh fertig mit der Diät zu sein? Also die Frage hier, wieso bist du bereits so ripped oder wieso hast du so früh mit deiner Diät angefangen? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Und da, Leute, möchte ich euch ganz klar einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr euch irgendwann mal so weit entscheidet, auf die Bühne zu gehen oder ein Ziel vor Augen habt, nämlich den Grundsatz, ihr könnt nie zu früh fertig sein mit der Diät, mit der Wettkampfdiät. Wieso? Erstens mal muss man verstehen, dass eine Diät schlussendlich nichts anderes ist als ein Kaloriendefizit, das man nach und nach aufbaut und das wiederum heißt, dass das Fettdepot des Körpers nach und nach abgebaut ist. Das heißt, wenn ich jeden Tag 700 Kalorien ins Defizit gehe, dann habe ich in 10 Tagen rein rechnerisch 1 Kilo Fett verloren. Natürlich geht es nicht immer so weiter, denn ihr werdet ja dann leichter und der Körper braucht dann weniger Energie, um die Gesamtmasse mit sich rumzutragen. Das heißt, wenn ich dann nur noch 95 Kilo wiege, dann verbrenne ich natürlich nicht mehr dieselben Kalorien wie mit 105 Kilo und deswegen muss natürlich dieses Defizit auch immer ausgeweitet werden, weil es eben irgendwann immer ein kleineres Defizit wird. Jetzt ist es aber so, dass in der Regel die meisten Leute, die ich sehe, und da gehöre ich auch dazu in den letzten 2 Wettkampfjahren, nie wirklich 100% ripped waren. Das heißt, es gibt dann diese Phase, wo das Defizit eben nicht mehr so einfach hochzuhalten ist, wenn man eben wirklich leicht wird, vielleicht auch nicht mehr dieselbe Aktivität mit sich bringt und dann irgendwann ist das Defizit vielleicht nur noch so klein jeden Tag, dass man auch fast kein Fett mehr verliert und dann eben auch, je nachdem, stagniert. Und da ist es dann eben wirklich wichtig zu wissen, dass dann eben die Länge der Diät entscheidend ist. Das heißt, wenn ihr jetzt lange dieses Defizit halten könnt, dann ist es für euch in dem Moment ein Vorteil, weil ihr könnt nicht erwarten, dass ihr diese 800 Defizit, wie ich es jetzt zum Beispiel mal fahre, am Schluss der Diät auch immer noch habe. Dann bin ich irgendwann vielleicht bei 2000, 1800 Kalorien und das wäre nicht mehr gut. Das heißt, ich fange lieber auch früher an mit einem hohen Defizit und verliere dann gegen das Ende der Diät nur noch ein bisschen Fett, weil das meiste ja schon weg ist in der Anfangsphase. Wir haben ja, wie ihr wisst, diesen Status Quo, den wir erreichen wollen. In der Regel spielt der psychische Aspekt ja auch immer eine Rolle. Das heißt, umso länger ihr diätet, umso schneller kommt ihr euch dünn vor. Die meisten Leute denken dann irgendwie mit 10% Körperfett schon, dass sie jetzt total katabol sind, dass sie dünn sind, weil ihr eben auch das ganze Fett weg habt. Also nur weil ihr dünner werdet, heißt es nicht, dass ihr Muskeln verliert. Es ist dann einfach schlussendlich euer Fett, das weggeht. Und das ist dann die bittere Wahrheit. So muskulös seid ihr nämlich wirklich. Und das ist eben dann für den einen oder anderen nicht mehr so einfach. Und deswegen glauben viele dann auch vor einem Wettkampf so, oh, jetzt bin ich ripped genug, das reicht mir jetzt. Und dann, wenn sie dann hinter der Bühne stehen und plötzlich sehen, dass es noch Leute gibt, die eben noch rippter sind, die eben die Streifen auf dem Arsch haben und nicht nur auf der Brust oder nicht nur im geteilten Bizeps, dass es eben noch lower gegangen ist. Jetzt zur eigentlichen Frage, wieso kann ich denn nicht früh genug fertig sein? Gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin einen Monat zu früh fertig. Ich bin einen Monat zu früh fertig. Das heißt, ich habe einen Monat vorher meine Endform. Was mache ich dann? Ganz einfach, Leute, dann reduziere ich das Defizit auf ein absolutes Minimum und wechsle eigentlich schon wieder ins Reverse Dieting. Das heißt, ich kann sogar leicht die Kalorien erhöhen, eventuell sogar noch mit dem Makroverhältnis eine bessere Form rausholen, denn was hört man immer wieder von Athleten, die ein paar Tage nach dem Wettkampf, nachdem sie wieder gegessen haben, sich im Spiegel anschauen? Es ist immer dasselbe, wow, shit, wenn ich doch nur am Tag X so ausgesehen hätte, ich sehe ja jetzt viel besser aus als noch vor ein paar Tagen. Und genau das ist das Problem, Leute, und das ist das, was viele immer noch nicht checken. Dieses stumpfe Laden vor dem Wettkampf ist in der Regel eben nicht wirklich notwendig bzw. nicht wirklich genügend. Ihr könnt nicht erwarten von eurem Körper, dass er nach einem 3, 4, 5 monatigen Defizit einfach mal in 2 Tagen wieder euren Körper vollpumpt mit Kohlenhydraten. Das heißt, ein langsamer Approach, ein Frontloading ist da eher besser. Das heißt, lieber eine Woche vorher anfangen, bereits wieder mehr zu essen. Und wenn ihr eben einen Monat vorher fertig seid, dann geht ihr einfach einen Monat vorher wieder auf diese Haltekalorien. Das heißt, ihr erhöht die Kalorien sogar leicht,
werdet mit größter Wahrscheinlichkeit auch wieder mehr Power haben, werdet voller und kommt so richtig schön in diese perfekte Shape. Das heißt, ihr habt dann noch genügend Zeit, auch ein bisschen rumzuspielen. Wenn ihr dann nach einer Woche merkt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ist meine Haut wieder ein bisschen dicker geworden, dann reduziert ihr die Kalorien wieder ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall die bessere Version, als ein paar Tage vorher anfangen, sich alles reinzufressen und zu hoffen, dass der Körper sich dann irgendwie wieder verhält, weil Wasser ist dann auch wieder ein Thema. Das sind alles verschiedene Punkte, die ihr beachten müsst. Ich selbst habe für mich auf jeden Fall herausgefunden, dass ich dieses Jahr lieber einen Monat vorher fertig bin und dann langsam aber sicher schön in die Wettkampfform rein wachse bzw. reinfülle. Die Fülle kommt mit den Kalorien und die sollte man entsprechend eben langsam antasten, da hat man auch mehr Spielraum. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr das versteht, Leute. Das auch für Leute, die vielleicht ein Shooting haben wollen. Schaut lieber, dass ihr 2 Wochen vor dem Shooting fertig seid und dann die Kalorien wieder ein bisschen erhöht, so dass ihr eben kein Fett zunehmt, aber eben der Körper auch wieder ein bisschen was zu arbeiten hat, die Muskeln wieder schön voll werden, ihr im Training auch wieder Bock habt. Und das ist eigentlich so meine Theorie, mein Approach. So coache ich auch meine Kunden, so würde ich es euch empfehlen. That's it, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Thema ein bisschen aufklären. Ich konnte euch zeigen, wieso ich das so mache. Wenn ihr weitere Fragen zu meiner Diät habt, zu meinem Verlauf, dann geht es einfach unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich weiterhin solche Videos bringe. Ich gehe jetzt, beziehungsweise ich fliege jetzt nach Kapstadt. Patrick sitzt hier gerade vis-à-vis, ist ein bisschen am Hasseln. Und ich wünsche euch was, Leute. Man sieht sich in Kapstadt. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out.